Hey mein Lieben und herzlich willkommen hier wieder mal zu einem neuen Video von Pokémon Go. Und zwar geht es jetzt um ein neues Update, was sicherlich schon ein paar viele von euch mitbekommen haben. Und zwar um das Bonussystem, was Niantic mit eingeführt hat. Ja okay, das Halloween Update, was ja am 2. November jetzt dieses Jahres vorbeiging, war schon ganz cool. Es war vor allem mal was Neues und ein bisschen Erfrischendes. Vor allem jetzt mit den ganzen, naja, Halloween-Monsters, also den ganzen Geister-Pokémon, die wir einmal mehr halt fangen konnten. Allerdings muss ich dazu sagen, das Boni-System gefällt mir doch um einiges mehr. Vor allem bleibt es auch Bestandteil des Spiels und geht auch nicht wieder weg. Vor allem jetzt gerade zu der Zeit, ich habe mir hier für euch ein kleines Video eingeblendet, es ist doch, naja, eher so, ich will nicht raus, es ist kalt, es ist nass. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber bei uns liegt echt, weiß nicht, so um die 15 cm hoher Schnee. Und da dann wirklich freiwillig rausgehen zu wollen, um Pokémon zu fangen, ist natürlich so, naja, die eine oder andere Geschichte. Auf jeden Fall kommen wir jetzt genau einmal zu den Bonis. Und zwar gibt es für das tägliche Fangen eines Pokémon 500 Erfahrungspunkte und 600 Sternstaub. Also das heißt für jedes erstgefangene Pokémon, was ihr halt am Tag fängt. Allerdings, wenn ihr das 7 Tage lang aufeinander, also wenn ihr 7 Tage aufeinander folgt, ein Pokémon fangt, erhaltet ihr dafür einen Superbonus und zwar 2000 Erfahrungspunkte und 2400 Sternstaub. Finde ich wirklich ganz cool von Niantic gemacht. Alleine, naja, so sorgen sie halt dafür, sagen wir es mal so, dass wir wirklich jeden Tag uns einmal einloggen in Pokémon Go und, naja, halt ein kleines bisschen spielen, ne? Das ist aber noch nicht alles und zwar gibt es auch noch Bonis für die ersten Pokéstops. Und zwar erhält man durch den täglichen Besuch eines Pokéstops 500 Erfahrungspunkte und eine Anzahl zusätzlicher Items. Natürlich ist das auch wieder so, wenn ihr jetzt halt 7 Tage lang, also wenn ihr 7 aufeinanderfolgenden Tage halt wirklich jeden Tag einen Pokéstop besucht, erhaltet ihr dafür nochmal als extra diesen Superboni und zwar 2000 Erfahrungspunkte und eine noch höhere Anzahl von diversen Items. Es ist ja einfach so, dass in der Tat wirklich sehr, sehr oft von der Community gefordert worden ist, dass irgendwelche Quests oder Boni-Systeme halt mit eingeführt würden. Es bleibt natürlich interessant, welche zusätzlichen Items man beim ersten Dreh des Pokéstops erhält. Ich denke, das wird ja auch immer ein kleines bisschen unterschiedlich sein. Ob man hierbei aber allerdings auch diese Premium-Items, also aus dem Shop, wie jetzt zum Beispiel die Glückseier, Rauch oder Lockmodule bekommen kann, naja, wird sich, denke ich, in den nächsten Tagen zeigen. Und da würde ich doch vielleicht auch mal gerne wissen, wie das bei euch so ist, was ihr da vielleicht schon alles aus den Pokéstops rausbekommen habt. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein kleines bisschen genauere Informationen zu das Bonussystem geben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da, würde mich mega drüber freuen. Wenn ihr nichts weiteres von Pokémon Go verpassen wollt, dann lasst mir doch ein Abo. Und dann verabschiede ich mich, wünsche euch noch vielleicht, wenn es bei euch auch schneit, einen schönen schneeigen Tag. Und sage Tschüss, bye und bis zum nächsten Mal. Tschüss.